Auch ich war in Italien und bin noch satt vom Zuschauen. Toll, was sich doch die Leute drunten im Süden zutrauen. Und was dort Leben ist, heiß und mit Risiko, lass ich mir kalt servieren nach Dario Fo. Anschließend in der Kneipe sitz ich mit Altgenossen, an denen sind 12 Jahre wie Wasser abgeflossen. Die Augen leuchten vor Erinnerung. Am 2. Juni, Mann, was waren wir in Schwung? Was ist nach uns gekommen? Wahrlich nichts Nennenswertes. Bloß in den Urlaubsländern, da lieber Freund, da gärt es. Italia Rossa und dann Portugal. Und doch der Muselmann ist immer am Ball. Kommt so ein Typ mit Flugblatt von wegen Neckar-Westheim, soll bald ein radioaktives, strahlendes kleines Nest sein. Sagt er zu uns, na, seid ihr scheintot, oder macht ihr auch mit beim Strompreisboykott? Sagen wir, ach mein Junge, geh dich woanders auskacken. Hat doch keinen Sinn noch immer so kleine Brötchen backen. Ja, in Italien, wenn da sowas wär, da würde nicht bezahlt und das wär populär. Kommt einer mit seiner Zeitung, fragt, ob wir auch schon wissen, dass sie den Hoss und Genossen bei Daimler haben beschissen. Denn wenn kein Mensch von dem Wahlbetrug erfährt, wird das doch wieder mal unter den Teppich gekehrt. Sagen wir, ach mein Junge, wen soll denn deine Zeitung noch hinterm Ofen vorlocken? Ihr habt doch keine Verbreitung. Ja, in Italien, wenn da sowas wär, gäb's einen Aufstand und der wär populär. Kommt einer mit Kassette, sagt, dass das ein Programm wär, von Radio Grün im Elsass und überhaupt ein Hammer. Denk mal, da braucht man bloß 40 Watt. Kennt ihr in Stuttgart keinen, der so'n Sender hat? Sagen wir, ach mein Junge, du hast ja keine Ahnung von deutscher Wertarbeit und von der Computerfahndung. Ja, in Italien, wenn da sowas wär, Radio Alice, das war populär. Auch ich war im Theater und bin jetzt satt vom Zuschauen. Toll, was sich doch die Leute auf einer Bühne zutrauen. Valpolicella macht mutig und froh. Viva Italia und Dario Fo.